Hier auf diesem Tisch haben wir drei unterschiedliche Datierungsmethoden ausgestellt, die sich alle drei biologischer Zeitarchive bedienen. Die bekannteste biologische Datierungsmethode ist die Dendrochronologie. Hier greift man auf Hölzer zurück von Bäumen, die in einem saisonalen Klima gewachsen sind, also Jahresringe zeigen. Und die Grundlage für die Datierung sind die sogenannten Jahrringkalender, die man erhält, wenn man Hölzer unterschiedlich alter Bäume, die sich eben überlappen und deswegen aneinander führen lassen, zusammenhängt und auf diese Art und Weise teilweise Jahrtausende alte Sequenzen bekommt, die alle ein charakteristisches Kurvenmuster zeigen. Und wenn man dann zum Beispiel das Gebälk eines historischen Gebäudes datieren will, wie hier in diesem Fall, haben wir einen Lärchenholzbohrkern aus einem mongolischen Kloster. Und hier wollte der Abt gerne wissen, wie alt sein Kloster ist. Und der Vergleich des Bohrkerns mit dem mongolischen Lärchenholz-Jahrringkalender hat dann ergeben, dass das Kloster im Jahre 1761 erbaut wurde. Also eine sehr präzise Datierungsmethode. Es gibt aber auch andere Methoden, wie zum Beispiel die Lichenometrie, wo man den Größenzuwachs von Flechten messen kann, oder die Skleromorphologie, wo man den periodischen Zuwachs von Muschelschalen messen kann und auch auf diese Art und Weise wichtige Daten für die Altersbestimmung, aber auch die Umweltveränderungen in den Meeren gewinnen kann.